Die Astronomie an der Universität Greifswald ist ja ein verhältnismäßig altes Fach auch. Damals noch in der Philosophischen Fakultät wurde zur Mathematik auch eben immer Astronomie betrieben. Und das schlägt sich eben auch darin nieder, dass die verschiedenen Werke teils direkt von der Universitätsbibliothek angeschafft worden sind, teils von den Professoren dann an die Universitätsbibliothek geschenkt worden sind. Das jüngste Mitglied in der Sternwarte. Sterne sind interessant, das Weltall, also es macht Spaß, in den Himmel in der Nacht zu gucken, und das alles habe ich von meiner Oma. "2024 ist ein bedeutendes Jahr für Greifswald. Nicht nur 100 Jahre Sternwarte, sondern auch der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Der Sternenhimmel hat mich schon als kleines Kind immer sehr fasziniert. Ich saß oft stundenlang mit meinen Großeltern auf der Veranda und habe mir den Sternenhimmel erklären lassen, die verschiedenen Geschichten der Sternbilder, die dazugehörten. Und seitdem war ich eigentlich schon immer verliebt in den Nachthimmel, jeden Vollmond mir angeguckt, jede Sonnenfinsternis versucht mir anzusehen. Also die Faszination der Astronomie hat mich schon als kleines Kind ergriffen. Mein Name ist Holger Kersten. Ich bin einer der Begründer hier des Greifswalder Sternwartenvereins. Schon als Schüler, vielleicht in der 5., 6. Klasse, hatte ich mich ziemlich für Naturwissenschaften und insbesondere für die Astronomie, also für die Vorgänge am Himmel, am gestirnten Himmel, interessiert. Um zum Beispiel den Mond oder auch schon bei den Planeten die Jupitermonde zu entdecken und zu verfolgen. Und das hat mich immer sehr interessiert, und deswegen hatte ich auch den Wunsch gehegt, Astronomie zu studieren. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir hier weiter viele, viele Besucher begrüßen können. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch weiter so ist in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin mittlerweile seit 23 Jahren im Greifswalder Sternwarte e.V. aktiv. Seinen Anfang gefunden hat alles hier am Jahn-Gymnasium in Greifswald und mit der guten alten Sonnenuhr, die immer noch hier am Gebäude hängt. Habe also dort Veranstaltungen mitgemacht, war mit Schülergruppen da und hätte mir eigentlich gar nicht träumen lassen, eines Tages mal selber oben in der Kuppel zu stehen, das Fernrohr zu bewegen und den Leuten die Dinge am Himmel zu erklären. Wir haben 250 Jahre Astronomie in Greifswald, 100 Jahre davon mit dieser Sternwarte, die hinter uns ist, hier im Innenhof der Universität Greifswald in der alten Physik.